Hallo und herzlich willkommen zurück zu Disney Dreamlight Valley. Ja, ich habe mich gleichzeitig gefreut auf diese Folge, wie auch mich gefürchtet davor. Ich bin mir nämlich nicht sicher, was mit den Aliens ist. Ich wollte hier vorne mal so ein bisschen schauen, ob wir hier wieder was Neues entdecken, weil sonst könnten wir nämlich direkt die zweite Folge, wir suchen die Aliens, dranhängen, aber es sieht mir jetzt im Moment nicht so aus, als ob wir was finden, weil dann würde ich nämlich ehrlich gesagt doch lieber damit anfangen, diese Folge jetzt erstmal Simba zu widmen. Da habe ich nämlich mich sehr, sehr lange drauf gefreut. Ja, ich sehe jetzt hier gerade aktuell nichts. Wir werden das aber auf jeden Fall noch im Hinterkopf behalten und ich werde da noch mal eine extra Folge dazu machen, sollte ich unterwegs was finden. Ja, unten, die hatten wir ja alle. Oben hatten wir noch eine. Ah, ja, jetzt ist auch der König der Löwen drauf. Die hatten wir beide frei. Ich schau mal eben kurz, ob wir da oben. Nee, da haben wir noch nichts. Das heißt, die müssten dann beide theoretisch hier rüber zu holen sein. 10.000. Wie viel habe ich Oh, denn? hallo. Ah, Gameplayerin. Hinter dieser Tür findest du die majestätische afrikanische Savanne. Und nur du kannst das Dreamlight benutzen, um sie zu öffnen. Lass uns die Tür öffnen. Unglaublich! Du kannst jetzt die Welt besuchen. Und jetzt hinfort mit dir. Es gibt viel zu tun, viel zu tun. Augen in der Dunkelheit. Erkünde das Reich des Königs der Löwen. Ich bin Gameplayerin und du bist sicher. Friss mich nicht. Ah, liebes Kätzchen, bleib mir vom Leib. Grrr, brüll. Glaubst du, du bist die Einzige, die hier brüllen kann? Grrr, brüll. Ich bin gefährlich, fürchte dich besser. Und das soll mir Angst einjagen? Du klingst wie Simba, als er klein war. Hey, ich finde, das klang ziemlich. Du kannst reden. Natürlich. Und du kannst mich verstehen. Dann wirst du mich wohl doch nicht fressen. Ich wollte dich eigentlich nur erschrecken, damit du mich in Ruhe lässt. Ich dachte, du wärst eine Hyäne. Hier gibt es Hyänen? Siehst du die leuchtenden Augen in der Dunkelheit? Da ist ein ganzes Rudel von ihnen. Die sind mir auf den Fersen, seit ich mit Simba das geweihte Land verlassen habe. Vielleicht könnte ich dir helfen, sie loszuwerden. Entweder tust du das oder du bleibst mir vom Leibe. Es ist deine Entscheidung. Ich heiße übrigens Nala. Die Symbole sind neu, oder? Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher. Was machst du hier? Ich versuche ein bisschen zu verschnaufen. Simba ist der König der Löwen des geweihten Landes und wir brauchen mal eine Pause von den ganzen königlichen Aufgaben. Er wollte mir den Dschungel zeigen, in dem er mit seinen Freunden Timon und Pumba aufgewachsen ist. Wir wurden vor kurzem getrennt und ich sollte ihn hier im Dschungel treffen. Aber ich will kein Rudel wütender Hyänen zu ihm führen. Erzähl mir mehr über die Hyänen. Die Hyänen sind wütend auf uns, weil wir sie vom Königsfelsen verscheucht haben. Sie werden weniger. Es sind nicht mehr so viele wie damals, als ihr Anführer Scar hier war. Aber es sind noch genug, um eine Menge Ärger anzurichten. Wir müssen sie von unserer Spur abbringen. Wie kann ich helfen? Ich kann uns die Hyänen eine Weile vom Leib halten, aber es sind ziemlich viele. Wenn es doch nur eine Möglichkeit gäbe, ihnen den Weg zu versperren, damit sie uns nicht folgen. Es gibt hier eine Menge Dornbüsche. Ich wette, die Hyänen hätten keine Lust, sich daran zu verheddern. Nein, das hätten sie nicht. Aber wie können wir sie in die Mitte des Weges zwingen? Aha, ich glaube, da kann mir meine gute alte Gießkanne weiterhelfen. Bist du sicher, dass es klappen wird? Vertrau mir einfach. Halte du die Hyänen auf, ich werde Dornbuschsamen pflanzen und sie gießen, bis sie wachsen. Es dürfte nicht lange dauern. Das ist Magie.
Ich weiß nicht, was das ist, aber du kannst es mir ja später erklären. Ha. Ich werde uns die Hyänen so lange wie möglich vom Leib halten. Ich hoffe, du weißt, was du tust. Danke. Gerne. Ja, und jetzt hat sie mich einfach hier stehen gelassen. Hallo? Grabe trockene Dornbüsche aus, um Dornbusch-Samen zu finden. Okay, jetzt weiß ich gerade aktuell mal wieder nicht, auf welche Taste. So. Moment, Moment, Moment. Ich soll die aus... Ah ja, die sind gemeint. Okay, denke ich mal zumindest. Obwohl, da haben wir Sand, aber auch einmal... Ja. Ja, zweimal. Perfekt. Okay. Dann sammeln wir die erstmal. Den Sand nehmen wir natürlich auch direkt mit. Da ist auch noch was. Und da hinten habe ich jetzt gerade auch noch was gesehen. Ich habe übrigens eben die Hyänen gesehen. Ja, jetzt kann man sie... Doch, da hinten. Oh mein Gott, wie viele sind das bitte? Okay. Mit so vielen habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht gerechnet. Pflanze die Samen am Vorsprung in der ausgetrockneten Oase und gieße sie, bis sie wachsen. Am Vorsprung in der ausgetrockneten... Achso, da bin ich noch was. Ausgetrocknete Oase. Ist doch das hier, oder nicht? Was meinen die damit Vorsprung? Und ich würde auch gerne mal eben... die Truhe hier mitnehmen. Jetzt sind wir aber ziemlich nah dran. Aber von hier aus sehen die eher aus wie große, wie große Eulen oder sowas. Am Vorsprung. Muss ich die jetzt einfach hier ein Loch im Boden graben? Oder? Wobei Vorsprung könnte natürlich auch das gemeint sein, wo das hier vorne... Also das hier. Ach, das sind Löcher. Ach, ich bin so doof. Oh. Ja, dreimal dran vorbeigelaufen, aber nicht kapiert, dass es hier ist, war ja wieder klar. Ich sag nur, das bin typisch ich. Wieso nimmt er das jetzt nicht? Ah, jetzt. So, liebe Leute. Nee, das war das Falsche. Ich wollte gießen. Die Frage ist... Ja... Ah, ne, okay. Es geht doch jetzt sofort. Ich wollte gerade sagen, nicht, dass ich jetzt drei Tage wiederkommen muss oder so. Oha. Das ist wirklich Magie. Was war das denn? Das war aber ein komischer Ausruf, Nala. Hey, du! Kaum zu glauben, dass das funktioniert hat. Hey. Die Dornbüsche sind dicht genug, dass die Hyänen nicht durchkommen. Wir haben es geschafft. Wow, du hast gerade ganz allein ein ganzes Rudel Hyänen abgewehrt. Darf ich einen Nala-Fanclub aufmachen? Danke, aber ohne dich hätte ich das nicht geschafft. Jetzt bin ich an der Reihe, dir zu helfen. Bleib für eine Weile lieber in meiner Nähe. Auch ohne Hyänen ist der Dschungel nicht ganz ungefährlich. Ich weiß nicht, ob du Fressfeinde hast, aber deine Zähne und Krallen sind nicht gerade scharf und du wirkst etwas verletzlich. Du hast kaum Fell. Ist das für deine Art normal? Darum brauchen wir uns erstmal nicht zu kümmern. Ich bin ein großes, unbehaartes Erdmännchen. ja, ich bin ein Mensch. Ein Mensch, hm? Ich habe noch nie von einem... Oh, jetzt, ich habe doch das Erdmännchen im Kopf. Ich habe noch nie einen von euch an unserem Wasserloch gesehen. Viele Wesen hier im Dschungel hätten dich sicher zum Fressen gern. Gut zu wissen, dann passe ich besser auf. Anscheinend kommen wir erstmal nicht weiter. Ein großer, ausgetrockneter Baumstumpf versperrt uns den Weg in den Dschungel. Keine Sorge, vielleicht können wir den mit einem meiner herrschaftlichen Geräte aus dem Weg räumen. War das der, wo ich schon angefangen habe, den wegzuräumen? Ach nee, die meint den ganz großen hier hinten, oder? Nehme ich mal an. Oder? Ich weiß ja nicht, ob sie hier rein will. Ob das jetzt der Weg ist, den wir nehmen sollen. Aber das ist doch mal richtig geil. Moment. Dann nehmen wir hier auch noch mal kurz die Baumstümpfe. Doch, kannst du. Weil Holz kann ich ja immer gebrauchen. Das wissen wir ja. Wir müssen ja alles gut farmen, so gut es geht. Haben wir denn hier noch... Da, den einen haben wir noch.
Ich habe leider ja überhaupt gar keine Zeit gehabt, wie gesagt, wegen den Ostertagen. Beziehungsweise, ich war halt auch nicht da, also ich hatte auch gar keine Möglichkeit. Das ist das letzte hier. Ja. Dann nehmen wir nochmal eben nicht die Angel, sondern die Spitzhacke, um das hier mitzunehmen. So. Okay. Dann, ich denke mal, sie möchte hier rum. Hoffe ich doch mal. Oder sollen wir rechts oder links? Wir nehmen einfach da, wo die Ecke, wo der Weg drin ist, oder? Und nicht die Sackgasse. Nala! Hier sieht es aber schön aus. Oh, das kann man benutzen. Ach, das ist ein Kochtopf. Das sieht ja geil aus. Ah, Timon und Pumbas Leibgericht ist auch da. Nala, das ist wunderschön hier. Ich sehe Simba nicht. Aber die gute Nachricht ist, ich sehe ja auch nichts, das dich fressen will. Da bin ich aber erleichtert. Das kann ich mir vorstellen. Und das bedeutet, dass wir bei der Suche nach Simba ein größeres Gebiet abdecken können. Ich werde mich hier umsehen. Könntest du Simba auf der anderen Seite des Flusses suchen? Ich muss einen Weg über den Fluss finden. Vielleicht könnte ich diese Baumstämme umstoßen. Hey, Simba wird doch hoffentlich nicht denken, dass ich eine Hyäne bin, die ihm an den Kragen will, so wie du es gedacht hast, oder? Dieses Missverständnis würde ich lieber vermeiden. Wenn du ihm nichts antust, ist er sehr nett. Wenn er die Zähne fletscht, dann sag einfach Hakuna Matata. Dann weiß er, dass du nichts Böses willst. Okay, wird schon schief gehen. Baum umstoßen. Ja, den hier können wir wahrscheinlich jetzt nicht umstoßen, nehme ich mal an. Ich kann natürlich auch einfach hier rüber gehen. Das ist auch eine Möglichkeit. Was ist denn mit euch? Kann ich euch einsammeln? Ich glaube nicht. Ach, jetzt bleibe ich hier wirklich wieder an alles hängen. Ich stürze mich jetzt ins Wasser. Ich will schwimmen gehen. Es wird aber nicht so einfach. Finde eine Möglichkeit, den Baumstamm am Wasserfall herabzulassen. Tja. Sache, das wird nicht. Ach, Moment. Oder kann ich eventuell. nein, nein. Ja. Nee, macht er nicht. Okay. Hätte ja klappen können. Ich weiß ja nicht. Vanille. Aber das bringt uns trotzdem nicht weiter. Finde eine Möglichkeit. Ja, die sind lustig. Ich komme weder auf die andere Seite, noch kann ich hier irgendetwas machen. Das kann man auch nicht kaputt machen hier, ne? Moment, den Baumstamm am Wasserfall steht da aber. Ach, das ist der da. Moment. Oh, dieses Ding, ne? Ich bleib immer an dieser blöden Ecke hängen. Ja, ich rufe mal meine Kumpels. Vielleicht können die mir helfen. Nee, keine Ahnung. Das geht auch nicht. Ja, ich habe schon verstanden. Kann man das denn hier unten wegmachen? Das habe ich jetzt auch schon die ganze Zeit mit geliebäugelt. Ach, kann man. Oh, ja, okay. Ich dachte, das geht nicht. Ja, okay. Sollte die vielleicht erstmal wegstecken. Und ich bleibe natürlich wieder an dem Ding hängen. Das war ja klar. So. Geht's hier? Ja, hier oben geht's noch weiter. Gucken wir uns hier nochmal kurz um. Da können wir nur. Ich rechne ja jeden Moment damit, dass er mir vor die Füße springt und mich anknurrt. Ah, da ist er. Oh, hier ist auch noch mal was. Ich glaube, es war nicht gut, dass ich ihn angebrüllt habe. Oh, ich glaube, ich habe Simba erschreckt. Was hat Nala gesagt, was ich sagen soll? Keine Sorge, keine Sorge. Hier, Kätzchen. Hakuna Matata. Hast du gerade Hakuna Matata gesagt? Bist du eine Freundin von Timon und Pumba? Eigentlich bin ich eine Freundin von Nala. Sie hat mich geschickt, um dich zu finden.
Hey! Nala, ich habe sie im ganzen Dschungel gesucht. Sie wartet auf der anderen Seite des Flusses. Toll, oh. Danke für deine Hilfe. Jede Freundin von Nala ist auch meine Freundin. Oh, und tut mir leid, dass ich dich vorhin angebrüllt habe. Hm. Bei all den Hyänen hier können wir nicht vorsichtig genug sein. Ich brüll mich einfach nicht mehr so an, genau. Hey, keine Sorge. Du kennst also das Motto von Timon und Pumba. Ich glaube, du würdest dich gut mit ihnen verstehen. Warum gehen wir nicht zu Nala? Sie ist gleich am Eingang des Dschungels. Toll, los geht's. Ich bin beeindruckt. Danke, klar, gerne. Kein Thema. Ich schaue trotzdem mal... Kann man die sammeln? Weil die stehen ja echt überall rum. Was ist denn da hinten? Oh, die große Steppe. Also wir gehen sofort hinterher. Ich wollte hier nur mal gucken, ob er noch irgendwas... Was ist das denn hier? Das ist von den Bäumen, oder? Die sind... Ja, ja, das sind die Bäume. Kann man das einsammeln? Nein. Das sah mir gerade so schön verdächtig aus, dass man es einsammeln kann. Na gut, dann haben wir hier halt nichts mehr zum Einsammeln. Dann gehen wir halt zurück. Auch wenn meine Stimme gerade so ein bisschen nachlässt. Aber naja, es ist nasskaltes Regenwetter, ne? Da bleibt sowas leider nicht aus. Nala, bin ich froh, dich zu sehen. Ich auch. Ich habe dich vermisst. Und ich hätte deine Hilfe gegen die Hyänen gebrauchen können. Na, anscheinend konntest du die Situation auch alleine bewältigen. Geht es dir gut? Ja, aber ein Rudel Hyänen in die Flucht zu schlagen, macht ganz schön hungrig. Ich bin so hungrig, dass ich ein ganzes Zebra verspeisen könnte. Hier gibt es nicht viele Zebras. Aber keine Sorge, ich habe eine Idee. Aber ich brauche die Hilfe von Gameplayerinnen, um sie umzusetzen. Das bin ich. Moment, Simba, redest doch hoffentlich nicht von... Vertrau mir. Ich wette, du wirst sie schleimig, aber sättigend finden. Hey, hallo. Wieso braucht er denn dafür meine Hilfe? Das können die doch auch. Es ist toll, wieder mit Nala hier zu sein. Hier zu sein. Beim letzten Mal konnten wir nicht viel erkunden. Aha. Ich möchte etwas Besonderes für sie tun und ihr zeigen, wie das Leben mit Timon und Pumba für mich war. Für einen besonderen Anlass im Dschungel braucht man immer einen Happen. Einen Happen? Warte, meinst du Käfer? Igitt, bäh, klingt lecker, solange ich nichts davon essen muss. Das brauchst du nicht. Aber wenn du siehst, wie lecker sie aussehen, wirst du deine Meinung ändern. Hm. Ich brauche nur etwas Hilfe, um alles zu finden. Hm. Es gibt einige wirklich schleimige Käfer, die man hier im Fluss angeln kann. Ach so, im Fluss? Es gibt einige wirklich bunte Käfer direkt außerhalb des Dschungels in der ausgetrockneten Oase. Okay, ich werde sie sammeln, während du hier alles vorbereitest. Mach's gut. Mhm. Ich mach immer erst das Falsche. Naja, egal. Okay, dann... Nein. Du sollst in die Richtung angeln, in die ich gucke. Nicht woanders hin. Nein. Oh, sag mal. Heute haben wir es jetzt aber. So. Ach du Schande. Moment. Fluss. 3 Stück brauche ich. Ja. Ich war etwas zu spät. Ich geb's ja zu. Ich war gerade noch am Lesen. Entschuldigung. 3 Stück brauchen wir. Das wollte ich eigentlich sagen. So, 3 Wochen oder so nicht mehr geangelt und schon kann ich es nicht mehr. Schleimiger Käfer hat kein Gewicht. Wieso haben die kein Gewicht? Die müssen auch was wiegen. Oh, guck mal, wie sie sich freuen. Ach, da hinten ist noch einer. Okay. Ja, sehr schön. Richtig gut. Ja, und sie freuen sich wieder. Entschuldigung, ich bin durch dich durchgelaufen. Ja, es war so klar. Es sah so aus, als ob der mit... Sag mal. Du warst doch gerade 2-mal mittendrin. Sag mal. Was ist denn mit dir los heute? Ich will doch nur angeln. Oh, es ist so nah da dran. Ist das jetzt... Oh, ich dachte schon, das ist verbuggt. Okay, wir brauchen noch einen... So, sehr schön. Dann brauche ich 6.
Bunte Käfer. Aber eine ausgetrocknete Oase. Also die von hier kann ich dann nicht nehmen, ja? Die hier überall so rumsitzen und kräuchen und fleuchen. Schauen wir mal nach. Aber hier habe ich gar keine Käfer gesehen. Oder muss ich die ausbuddeln? Nee, oder? Geht doch da drauf, Mensch. Ach, die musst du ausbuddeln. Ah, okay. Da haben wir noch einen. Ih, ich bin draufgetreten. Entschuldigung. Und da noch. Sehr gut. Dann haben wir alle. Ich möchte immer noch bitte einen Sprint-Button haben. Es ist schlimm, dass das immer so lange dauert mit dem Hin- und Herlaufen. Und jetzt bin ich nebenbei auch noch Conan Exiles am Aufnehmen und da rasche ich quasi durch die Gegend, wenn ich sprinte. Und das ist so eine Ungewöhnung irgendwie. Schön, dass du da bist. Ja, ne? Ich war auch so lange weg. Gut gemacht. Aber ich denke, dieses Gericht könnte mehr Knusprigkeit vertragen. Ach, ich soll bestimmt jetzt kochen, oder? Es gibt einige rote Käfer dort, wo du mich vorhin gefunden hast. Du musst die Stümpfe ausgraben. Also sei vorsichtig. Ich habe Strümpfe gelesen. Sobald du die Stümpfe entfernt hast, fangen die Käfer an wegzulaufen. Du musst ziemlich schnell sein, um sie zu fangen. Och nee, keine Zeitaufgabe. Da bin ich doch immer so schlecht drin. Okay, auch jetzt. So, ich nehme schon mal mein Werkzeug in die Hand. Rote Käfer. Stümpfe. Ach so, da meinen die die. Ah, ich verstehe. Jetzt sehe ich hier nichts. Nein! Ich kann nicht so schnell laufen, hallo! Die blöde... Achso, ich muss auch noch E drücken, oder was? Nur muss ich die nur... Nee, ich muss da nur drüber laufen. Oder? Ich bin mir nicht sicher. Ich drücke trotzdem mal vorsichtshalber E. Oh, Leute. Wer hat sich den Quatsch hier einfallen lassen? Mensch, die ist doch so langsam. Willst du mich veräppeln? Oh, zwei fehlen mir noch. Komm, lauf. Lauf, 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 lauf. Einmal. Boah. Ich meine, vielleicht hätte es geholfen, wenn ich jetzt noch ein paar andere Stümpfe hier ausgegraben hätte. Ich weiß nicht. Dass da halt mehr durch, also rumgelaufen wären. Bereite drei Käferplatten mit roten Käfern, bunten Käfern und schleimigen Käfern zu. Och, woran bleibst du denn jetzt wieder hängen? Also, weiß ich denn das Rezept für Käferplatten? Ich bin mir nicht sicher, ob ich sowas Köstliches schon mal gemacht habe. Ach, super. Okay. Okay. Automatisches Auffüllen. Zack. Drei Käferplatten soll ich machen. Ich habe ein neues Rezept erlernt. Juhu, ich kann jetzt Käfer machen. Das hört sich irgendwie eklig an. Hm. Und irgendwie ist es das auch. Ich musste mal eben einen Schluck trinken. Es tut mir leid. So. Ja. Nala. Achso, hier. Hallo? Sie freut sich. Hallo. Das sind also die Käfer, die Simba so sehr liebt. Ich muss zugeben, sie sehen irgendwie lecker aus. Ich muss wirklich hungrig sein. Nun, dann wollen wir mal. Der Geschmack ist... du wirst ihn noch lieben lernen. Pikant mit einem sehr angenehmen Knusper. Ja, wie Hühnchen wird es wahrscheinlich nicht schmecken. Ich bin mir nicht sicher, aber ich kann mir vorstellen, dass sie Simba nach einer Weile geschmeckt haben. Ha! Sie sind irgendwie knackig und matschig zugleich. Hey, hast du das gehört? Was gehört? Psst, sei still und lausche. Ich glaube, es sind noch mehr Hyänen. Ich werde nachsehen. Es sind definitiv Hyänen, aber diesmal ist es nicht nur ein Rudel. Es sind unglaublich viele. Ich habe hunderte von ihnen gezählt. Simba und ich können uns gegen einige von ihnen behaupten. Aber es sind einfach zu viele.
Wir sind völlig umzingelt. Hätten wir doch nur ein Rudel Wölfe. Ein Rudel Löwen. Wie komme ich jetzt auf Wölfe, um sie zu vertreiben? Nala, das ist es. Wir haben vielleicht kein Rudel, aber wir können ihnen vormachen, dass wir eins haben. Wie könnten wir das tun? Wir müssen nur so viel Lärm machen, als wären hunderte Löwen in diesem Dschungel. Ich werde mich zurück in mein Dorf schleichen und versuchen, was zu finden. Ich werde mit Herrn Duck sprechen. Ich wette, er hat etwas, was uns helfen würde. Aha. Also gut. Simba und ich werden versuchen, die Hyänen hinzuhalten. Aber beeil dich bitte. Auf Wiedersehen. Ja, mache ich. Ich schleiche mich dann von dieser Seite raus. Wo bin ich denn? Ach so, genau, hier. Herr Duck, ich brauche Sie. Wo ich ihn nur finden kann, ich weiß es nicht. Ist er gerade spazieren? Ist er gerade etwas im Essen? Oder ist er 24/7 in seinen... Achso, ich dachte gerade, da ist Stitch. In seiner Dingsverkaufshalle hier. Hallo? Ja, was genau brauchst du? Ich brauche etwas, das viele Hyänen vertreibt. Vielleicht eine Art Hyänenabwehrspray. Du weißt nicht zufällig, wo ich eine Löwenherde finde, oder? Eine Löwenherde? Erstens glaube ich nicht, dass man eine Gruppe von Löwen eine Herde nennen kann. Und zweitens würde ich, auch wenn ein paar besondere Löwen mich nicht als Mittagessen betrachten würden, nicht einer ganzen Armee von ihnen trauen. Okay, eine Armee von Löwen ist vielleicht nicht so sinnvoll, aber wie wäre es mit etwas, das viel Lärm macht, damit wir die Hyänen verscheuchen können? Wenn ich den Klang von 2 brüllenden Löwen in den Klang von 100 brüllenden Löwen verwandeln könnte... Warum hast du das nicht gleich gesagt? Ich habe eine alte Tonanlage im Keller meines Ladens. Ich glaube, sie gehörte mal jemandem, den Goofy kannte. Sie ist in einem schlechten Zustand, aber mit ein paar Reparaturen sollte sie den Zweck erfüllen. Damit könnte ich das Brüllen von ein paar Löwen so verstärken, dass es den ganzen Dschungel erfüllt. Vielen Dank, Herr Duck. Ich werde einige Reparaturarbeiten vornehmen und sie Nala bringen. Oh oh. Freundlichen Dank. Ich danke. Gehe zu einer Werkbank, um sie zu reparieren. Ja. Hallo? Die Frage ist nur, aber der zeigt mir jetzt gerade nicht an, dass ich da jetzt großartig was brauche. Mal schauen. Geimüsesamen, okay. Ah, ich brauche aber doch Eisenbarren und so weiter. Oha, was ist jetzt los? Eieieiei. Fütterer des fliegenden Begleiters. Gericht des flauschigen Begleiters. Pixar Begleiterball. Windrad des verspielten Begleiters. Zuhause des gemütlichen Begleiters. Oje, oje, oje. Was haben wir denn hier noch alles neu bekommen? Hier unten ist nichts mehr, ne? Nee, das ist okay. Aber wir haben Truhen, also die sind wohl jetzt verändert worden wieder von der Optik her. Jetzt müssen wir mal kurz gucken. Dunkles Holz, Dreamlight, rote Kapuze. Ja gut, okay, da ändern sich dann die Blumen, die man braucht. Der Rest ändert sich leider nicht. Das heißt, die sind immer noch so wahnsinnig teuer. Aber man kann sich zumindest aussuchen, welche Farbe man haben will und so. Das ist natürlich nicht schlecht. Könnte man jetzt zum Beispiel bei Grün die ganzen Blumen reinmachen. Was weiß ich, Lebensmittel bei Blau oder was weiß ich was. Das ist schon ziemlich cool. Orangene Kartoffel. Okay. Ich bin mal gespannt, was das hier noch wird. So, wir müssen mal erstmal die Tonanlage reparieren. Zack. Und ich glaube... Oh, was haben wir denn hier? Für einen Apfel und einen Eikorb. Ausbeute an Ostereiern und eieriger Bogen und Frühlingsstand. Okay. Wildes Osterei. Ach so, dafür braucht man die Eier. Ah, dann haben wir das Mysterium auch schon mal geklärt. Sehr schön. Ja, cool. Ja, mit dir kann ich leider gerade nicht sprechen, Wolli. Tut mir leid. Wir machen das in einer der nächsten Folgen. Ich bin jetzt erstmal so erpicht darauf. Ich hoffe beide, also Simba und Nala rüber zu bekommen, zu uns.
So. Bin ich wieder vorne? Oh nein. Ich habe mich aber hinten weggeschlichen. Nala, ich komme. Okay, die knurren noch den See an. Das ist gut. Hallo? Hallo? Lang nicht mehr gesehen? Was ist das? Es ist eine Tonanlage. Ich stelle die Lautsprecher noch auf. Sieh es einfach als einen richtig großen Krachmacher. Wenn du und Simba so laut wie möglich in das Mikrofon brüllen, wird man es im ganzen Dschungel hören. Die Hyänen werden denken, dass wir eine Armee von Löwen an unserer Seite haben. Das sollte sie verscheuchen. Ha! Ich schätze, es ist einen Versuch wert. Sag mal, können Menschen brüllen? Wenn du mit uns brüllen würdest, wäre es noch lauter. Ich könnte es ja mal versuchen. Oh, ah. Nur zu, lass mich dein Gebrüll hören. Und nicht so ein jämmerliches, wie du es bei unserer ersten Begegnung gemacht hast. Leg dich richtig ins Zeug. Gar nicht so schlecht, Gameplayerin. Vielleicht steckt ja doch ein kleiner Löwe in dir. Ich werde die Tonanlage aufbauen. Entweder jetzt oder nie. So viel Krach aus einer so kleinen Anlage. Ich kann es nicht glauben, dass das tatsächlich funktioniert hat. Die Hyänen sind geflüchtet, sobald sie das Gebrüll gehört haben. Ich bin beeindruckt, Gameplayerin. Du hast mich auf jeden Fall neugierig auf den Ort gemacht, aus dem du kommst. Warum kommst du nicht einfach mit und findest es heraus? Der Ort heißt Dreamlight Valley. Die Dorfbewohner sind wie ein Rudel für mich. Nun, nachdem du uns geholfen hast, würde ich gern dein Rudel kennenlernen. Ich habe allerdings noch eine Frage. Gibt es dort außer Käfern noch andere Nahrung? Wir haben jede Menge zu essen. Zebra? Leider nicht. Antilope? Tut mir leid, auch das nicht. Nilpferd? Was habt ihr denn? Warum besucht ihr mich nicht und findet es heraus? Hä? Gibt es dort einen Schlafplatz für Löwen? Guter Hinweis, ich werde einen für dich vorbereiten. Yeah! Dann werden Simba und ich dich besuchen, wenn es einen gibt. Auf Wiedersehen. Ja, platziere den Königsfelsen im Dorf. Da bin ich. Den Königsfelsen. Habe ich den jetzt im... Achso, das war noch die Tasche mit Zutaten. Achso, den Kleidungsbeutel hatten wir ja noch bekommen. Buntes Giraffenhemd, okay. Nicht, dass mich dann einer für eine Giraffe hält oder so. Also hier steht es nicht drin, aber ich glaube, das kann man dann unter F wahrscheinlich auswählen. Wäre logischer. Ich weiß, wie gesagt, ich habe schon etwas länger nicht mehr gespielt. Platziere den Königsfelsen im Dorf. Ja, die Frage ist, wie groß ist der denn? Ich würde den ehrlich gesagt gerne hier oben in das geweihte Land, wollte ich gerade sagen, in das... Linksland hier oben bei Scar hinsetzen. Scar, du bekommst Besuch. Also wahrscheinlich, wenn ich Platz finde, heißt das. Nein, halt. Halt. Nein. Na. Okay. Der ist wirklich ein bisschen groß. Wenn ich den jetzt erstmal... Oder ich könnte ihn ja hier drauf. Dann haben die beide... Moment, da muss ich hochgehen, ne? Ja, es ist ein bisschen doof. Ich muss das... Och, nee. Weil da dieses Ding im Weg steht. Machen wir es jetzt so. Nee. Och, will er auch wieder nicht wegen dem Baum? Willst du mich jetzt veräppeln? Moment. Das kann ich nicht wegmachen. Oh, ist das euer Ernst? Kriege ich das so schon da rein? Moment, ich probiere das jetzt nochmal. Ah, okay, perfekt. Perfekt. Dagobert, wir haben einen neuen Auftrag für Sie. Also ich klatsche das jetzt einfach mal hier rein fürs Erste. Es tut mir wirklich leid. So, freischalten. Hallo. Hallo. Ah, Gameplayerin, hast du gewusst, dass der Königsfelsen die traditionelle Heimat der Löwen in diesem Tal ist? Ah,
Leider ist der Ort durch das Vergessen verwildert und in einem erbärmlichen Zustand. Aber keine Sorge, ich kann alles, was gefährlich ist, entfernen. Gegen eine bescheidene Gebühr, versteht sich. 15.000, eine bescheidene Gebühr. Hallo? Naja, gut, wir haben 4,5 Millionen, ich weiß. Ach du meine Güte, wenn ich mit diesem Ort fertig bin, wird er der eines Königs würdig sein. Hi Senala, willkommen. Ja. Hi. Nein, ich weiß nicht mehr, was ich drücken muss. Moment, T war es, glaube ich. Genau. So und nee. So, so. Du darfst aber gerne ein bisschen netter gucken. Aber nicht so. Ach nein, ich weiß, was wir machen. Das war's nicht. Kommt man nicht hier irgendwo dieses Rrrr machen? Oder war das nur beim Selfie? Moment, da muss ich mal eben... Nee, das ist okay. Aber es muss das Selfie sein, glaube ich. So. Das hier, genau. Dieses Rrrr. So, zack. Die guckt aber so bescheuert dabei. Oh, es tut mir leid, Nala. Ich mach's noch einmal anders. So. Wupp. Zack. Es sieht irgendwie alles bescheuert aus. Ich weiß auch nicht. Nach unten können wir ja leider nicht machen. Also nehmen wir mal einfach die beiden. Ist ja jetzt auch egal. So, Moment. Schließe Freundschaften. Das sammeln wir noch schnell ein. So, Nala. Wow, du hast nicht übertrieben. Hier ist es wirklich schön. Sag mal, wo ist Simba? Er wollte uns bald treffen. Vorher wollte er etwas Zeit für sich alleine. Der Kampf gegen die Hyänen, ich glaube, das hat in ihnen alte Erinnerungen an seinen Vater geweckt. Wo wir gerade bei alten Erinnerungen sind. Ich glaube, hier war ich schon mal. Du hast früher hier gelebt, Nala, vor dem Vergessen. Es kann eine Weile dauern, bis alle deine Erinnerungen zurückkehren. Hab etwas Geduld. Das ist unglaublich. Ich kann kaum glauben, dass ich diesen Ort je vergessen konnte. Ich fühle mich schon so, als hätte ich hier Freunde. Ich hoffe, Simba gesellt sich bald zu uns. Ich werde mit ihm sprechen. In der Zwischenzeit kannst du dich im Dorf vergnügen. Du könntest noch etwas zu essen suchen. Gute Idee. In den Flüssen und Teichen musste es Fische geben, die ich essen kann. Das wäre jedenfalls besser als Larven. Aber es gibt eine Sache, vor der ich dich warnen muss. Nimm dich vor Scar in Acht. Scar ist hier? Das ist... Wie ist das möglich? Ich habe ihn gesehen, wie er vom Königsfelsen gefallen ist. Das kann er unmöglich überlebt haben. Scar ist gar nicht so böse. Ich habe ihn ein bisschen umerzogen. Ich habe ihn umerzogen. Er ist jetzt wie ein liebes kleines Hauskätzchen. Mach dir keine Sorgen. Ich hoffe, du hast recht. Aber ich werde ein Auge auf ihn haben. Man kann ja nie wissen. Ja, Augen in der Dunkelheit haben wir abgeschlossen. Die Sterne weisen den Weg. Wäre dann die nächste Aufgabe. Hallo, Nala? Geht's noch? Aber die werden wir nicht mehr heute machen, weil die Aufgabe jetzt schon so lange gedauert hat. Da geht sie hin. Ja, und wir jetzt fast bei 40 Minuten sind und das doch ein bisschen vieles für eine Folge. Deswegen mache ich hier mal ganz schnell einen kleinen Cut und wir sehen den Rest, also sprich die Quest mit Simba, dann in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao. Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, darfst du mich natürlich auch gerne abonnieren.